Benötigst du einen unbefristeten Arbeitsvertrag, um eingebürgert zu werden? In diesem Video erfährst du, ob du einen unbefristeten Arbeitsvertrag brauchst, beziehungsweise was für ein Arbeitsverhältnis du benötigst und wie lange du gearbeitet haben musst, um eingebürgert zu werden. Auch hier geht es wieder um das Thema Lebensunterhaltssicherung. Es geht wieder mal um das Thema § 10 Absatz 1 Nummer 3 StAG. Grundsätzlich muss der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln gesichert werden. Jetzt werden es viele von euch wahrscheinlich schon erlebt haben oder erleben, dass ihr den Einbürgerungsantrag stellt, eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, teilweise Rückmeldung von der Behörde, ihr arbeitet erst seit 6 Monaten, ihr arbeitet erst seit 12 Monaten, ihr seid noch in der Probezeit. All dieses Thema gehört zusammen und ich möchte das aber gern unter dem Thema unbefristeten Arbeitsvertrag zusammenfassen. Es gibt dazu keine klare Regelung. Im Gesetz steht nicht, dass du einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben musst. Im Gesetz steht nicht, dass du 12, 18, 24 Monate gearbeitet haben musst. Auch hier geht es wieder um das Thema Prognoseentscheidung. Das Thema Prognoseentscheidung ist eines der entscheidenden Themen, wenn es um die Einbürgerung geht. Die Behörden in Deutschland entscheiden in dem Bereich sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt im Wesentlichen davon ab, dass die zuständigen Behörden in den 16 Bundesländern, die wir haben, eigene Verwaltungsvorschriften haben und eigene verwaltungsinterne Regelungen vorgeben. Wie sieht es nun aus? Brauche ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag oder brauche ich es nicht? Grundsätzlich brauche ich es nicht. Ich muss nachweisen, dass mein Lebensunterhalt gesichert ist, dass er zukünftig gesichert ist und ich am Ende nicht dauerhaft von sozialen Leistungen leben muss. Jetzt nehmen viele, ich nenne sie mal Einbürgerungsbehörden, dies zum Anlass, um zu argumentieren, naja, wenn du einen unbefristeten Arbeitsvertrag hast, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass du zukünftig oder mittelfristig nicht arbeitslos wirst. Diesem Argument treten wir immer entgegen. Wie machen wir das? Heutzutage, bei dem extremen Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, ist ein unbefristeter Arbeitsvertrag oder anders formuliert, hat ein unbefristeter Arbeitsvertrag nicht mehr den Stellenwert, den er vor 20, 30 Jahren hatte. Wer gut ausgebildet ist, Berufserfahrung hat, wird immer wieder Jobs bekommen. Damit ist dieses Kriterium willkürlich. Es sichert auf keinen Fall, dass du zukünftig einen Job hast oder keinen Job hast. Es ist nicht entscheidend, ob der Arbeitsvertrag unbefristet ist, sondern wie deine Perspektive ist, in Deutschland am Arbeitsmarkt dauerhaft einen Job zu haben. Und da sind ganz, ganz viele andere Kriterien entscheidend, die viel, viel wichtiger als ein unbefristeter Arbeitsvertrag sind. Was kann das sein? Wie ist mein Ausbildungsstatus? In welchem Bereich arbeite ich? Bin ich eine Fachkraft? Wie ist meine Erwerbsvergangenheit? Habe ich über die letzten 3, 4, 5, 10 Jahre möglicherweise kontinuierlich einen beruflichen Aufstieg erlebt, weil ich möglicherweise Arbeitgeber gewechselt habe, in bessere Positionen gekommen bin, Teamleiter geworden bin, mehr Gehalt verdient habe? All diese Kriterien sind entscheidend. Es ist nicht die Frage entscheidend, ob der Arbeitsvertrag unbefristet ist. Eine einzige Einschränkung gibt es in dem Bereich, auf die ich gern eingehen möchte, weil es zu dem Thema ganz gut passt. Solange ihr in der Probezeit seid, ist es tatsächlich so, und das ist auch richterlich entschieden durch Urteile, dass in dem Zeitraum grundsätzlich eine Einbürgerung nicht zu erfolgen hat. Warum? Weil gerade in der Probezeit natürlich in der Regel innerhalb von 2 Wochen gekündigt werden kann. Aber auch das kann man wieder nicht pauschal annehmen. Warum? Auch hier wieder das Beispiel, ihr habt bei einem Arbeitgeber gearbeitet, mehrere Jahre, war zufrieden, er war zufrieden mit euch, dann habt ihr gekündigt, seid in einen anderen Job gegangen, verdient möglicherweise mehr Geld und natürlich habt ihr dann 6 Monate eine Probezeit. Wenn die Argumente aber stichhaltig sind, dass ihr einen Aufstieg erlebt habt beruflich und nicht einen Abstieg, mit Abstieg meine ich von einem möglicherweise unbefristeten Arbeitsvertrag ohne Probezeit in einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Probezeit, dann führt das nicht dazu, dass das abgelehnt werden kann. Fazit: Nein, ich brauche keinen unbefristeten Arbeitsvertrag, um eingebürgert zu werden. Viele Kriterien spielen im Rahmen der Prognoseentscheidung eine Rolle. Je weniger Lücken ihr in der Erwerbstätigkeit in der Vergangenheit hatte, vereinfacht gesagt, je seltener ihr Geld vom Jobcenter erhalten habt oder je länger der Zeitraum her ist, dass ihr Geld vom Jobcenter erhalten habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr eingebürgert werden könnt mit oder ohne unbefristeten Arbeitsvertrag.